Hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich bin im Grunde ein Weichei, ich gebe es ja zu. Ich würde mich oftmals nicht an Plätze trauen, die sogenannten Lost Places, die gesichert sind. Da habe ich einen Bammel davor, da schaue ich mir lieber ein paar Bücher an oder schaue mir ein paar Videos zu dem Thema an. Da fühle ich mich etwas sicherer. Großen Respekt vor den Leuten, die sowas machen. Und es gibt ja mittlerweile hunderte von Büchern aus diesem Subgenre, die ich total faszinierend finde. Und Zug um Zug möchte ich da ein paar vorstellen. Diese Expeditionsreisen in eine geheimnisvolle, in eine reizvolle, vielleicht auch in eine gefährliche Welt. Mich reizt dieser morbide Charme des Vergessenen. Was von Menschen geschaffen wurde, holt sich die Natur Stück für Stück zurück. Und ich habe hier ein Buch bekommen von meiner Gattin. Soviet Ghosts. Soviet Ghosts, ein englischsprachiges Buch. Der Zerfall der Sowjetunion hat ja einige dieser Lost Places ans Tageslicht gebracht, die ja total faszinierend sind. Ich will euch hier mal ein paar zeigen in dem Buch. Eben Sachen, die Natur sich zurückholt. Diese grausame sozialistische Architektur wird wieder übermannt von der Natur. Und dieses Buch lebt eben von diesen interessanten, von diesen geheimnisvollen Orten. Es sind Sachen der ehemaligen Sowjetunion drin, daher Soviet Ghosts, aber auch Einrichtungen aus dem ehemaligen Warschauer Pakt. Wir haben Krankenhäuser, Heilanstalten, Schwimmbäder, die gesamte Palette eben, die da sind, Gefängnisse, Kindergärten. Und wie oft in diesen Büchern und wie oft in diesen Bildern sind diese Farben sehr dunkel. Wahrscheinlich sind sie mit Photoshop oder mit Lightroom nachbearbeitet worden, um diesen ganz speziellen morbiden Charakter zu erzeugen. Aufgenommen sind die meisten Bilder in der Zentralperspektive. Das ist im Grunde langweilig, aber hier spielt man mit den, mit den Linien ein bisschen. Nichts stört den Eindruck. Die Kamera ist in der Regel auf Höhe des Menschen, nicht unten, nicht oben, keine Frosch-, keine Vogelperspektive, sondern mittig, Zentralperspektive. Eben gedeckte Farben. Und das Einzige, wo richtig knallige Farben rauskommen, ist das Rot. Warum? Klar, Sowjetunion, das heißt Kommunismus, die rote Farbe. Und die knallen halt raus, da sind Plakate immer wieder drin, Panzer. Roter Stern. Also all das, was der Kommunismus zu bieten hat. Hier auf einem U-Boot. Allerdings hier so richtig Lost Place, das ist ja auch nicht. Das ist in Großbritannien. Hier, also solche Sachen, das meine ich. Wir haben viel Propaganda da drin. Also. Und wir haben viele eben Details drin, auch die Details des Vergänglichen werden immer wieder gezeigt, was ich auch interessant finde. Natürlich, wenn wir über den Ostblock reden, wenn wir über die ehemalige Sowjetunion reden und den Warschauer Pakt reden, reden wir auch ein bisschen über Tschernobyl. Auch das wird am Rande gestreift. Aber ein sehr eindrucksvolles Buch, hat mir gefallen und würde ich euch empfehlen. In diesem Sinne. Schönen Tag. Danke. Ciao.